guten Morgen. Nach einer ruhigen Nacht sind wir sehr früh aufgestanden, um den schönen Sonnenaufgang zu erleben. Nach einem kurzen Spaziergang, wie ihr gleich sehen werdet, fahren wir Richtung Deetz. Da ist unser nächster Ankerplatz, da waren wir vorher noch nie. Aber er hat uns auf der Hinfahrt so gut gefallen, dass wir dachten, ach naja, dann machen wir halt da auch noch eine Nacht. Und seid dabei und freut euch mit uns. Wir haben uns in diesem Jahr einen neuen Elektro-Außenborder zugelegt von Torqueedo, weil ich es leid war, mit diesem Knatterding, diesem Verbrenner, durch die Boote zu fahren, früh morgens, wenn ich mit Nacho oder damals Balu immer an Land musste und die Leute wecken musste. Das war nicht so spaßig. Und von daher haben wir uns diesen Elektromotor geholt und der ist absolut lautlos. Ihr hört's. Man hört fast nichts und es macht richtig Spaß, mit dem kleinen Ding da über den See zu fahren. Ja, er hat nicht so viel Leistung, aber das ist mir egal. Ich brauche halt nur, um an Land zu kommen. Mercury-Außenborder, den wir damals hatten, der hatte 3,5 PS und dieser Torqueedo, der hat jetzt ca. 2 PS. Also ist ein bisschen weniger Leistung, aber es ist völlig ausreichend. Moin Moin, Tag 2 unserer Urlaubstour. Wir fahren jetzt hier von unserer Ankerstelle los, von der ersten, fahren wieder Richtung Deetz. Und werden an diesem Platz, den wir gestern gesehen haben, wo wir zwar vorher noch nicht geankert haben, aber der wirklich sehr schön aussah, den Anker setzen, den Anker schmeißen. Ja, als erstes werde ich jetzt den Anker lichten hier. Und dann geht's los. Motor läuft schon eine Weile, der ist warm, also kann es jetzt losgehen. Jetzt auch auf der anderen Seite von der Insel lang, damit ihr die auch mal sehen könnt. Da ist eine kleine Bucht. Da
fahren wir mit Nacho mal zum Pullern. Vorhin haben wir einen kleinen Spaziergang gemacht auf den Hügel da hinten. Es war auch sehr angenehm. Da ging ein kühles Lüftchen. Ansonsten haben wir jetzt schon 32 Grad. Die Yvonne, die filmt gerade in Richtung Brandenburg. Das ist dieses Jahr kein Ziel für uns, da waren wir im letzten Jahr. Das ist auch nicht mehr sehr weit von hier aus, das sind schätzungsweise noch 10 Kilometer. Aber es gibt auch sehr schöne Ankerplätze auf dem Bootssee und auch in der Stadt sind sehr schöne Liegeplätze, zum Beispiel am Slawendorf.
Da haben wir schon mehrmals gelegen, auch mit Ronja damals. Das ist sehr schön da. Hier auf der Steuerbordseite, also rechts, sieht man die Hafeneinfahrt von Fichtner Marine. Und den hatte ich auch schon mal ein ganz nettes Telefonat, ganz am Anfang, als wir unser erstes Boot geholt haben. Dann haben wir einen Liegeplatz gesucht und habe ich auch schon mal angerufen gehabt. Sehr nette Leute. Und auch eine super schöne Gegend hier. Also wer hier einen Liegeplatz ergattern kann, der kann sich auch glücklich schätzen. Bootswerkstatt, alles mit dabei hier. Und von vorne kommt wieder ein Binnenschiff, ein großes, ich schätze 80 Meter, 82, wie die immer sind, so ungefähr, kommt uns direkt entgegen. Ist immer sehr eindrucksvoll.
So, hier links werden wir jetzt mal schauen, ob man da überhaupt ankommen kann, von der Tiefe her. Muss mal sehen. Wir wollen hier rechts diese Kanäle. Hier laufen so kleine Kanäle zu Fichtner Marine und noch zwei andere lang. Die wollen wir heute Abend mal mit dem Schlauchboot erforschen. Mal sehen, was da so gibt. Wir nehmen euch mit. Steht auch schon im Boot. Nimm mal auf. Da hinten steht auch schon im Boot. Ich denke mal, das sollte von der Tiefe her kein Problem sein. Ein Hausboot, ja, ein Hausboot hier. Einen halben Meter tief können, das ist nicht so. Hier sind jetzt noch 2,50. Also das sollte kein Problem sein. Wir haben Tiefgang von 1,10 Meter. Eigentlich bloß ein Meter, aber irgendwie ist mir das lieber, wenn ich mir das immer selber vorstelle, dass das 1,10 Meter ist. So eine kleine Sicherheit noch. Wir sind ja jetzt in Deetz auf unserem zweiten Ankerplatz in unserem Video.
Und jetzt fahren wir mit dem Schlauchboot und unserem neuen Elektromotor. Mal eine kleine Runde. Tschüss, Rasbora. Auch wenn wir vor Anker liegen, unternehmen wir gerne kleine Exkursionen in die Gegend. Hier zum Beispiel sieht es aus, als ob man auf dem Amazonas fährt. Wunderschön. Ja, also so stur auf dem Boot sitzen, das ist nichts für uns. Also wir gucken uns gerne die Gegend an, sei es mit dem Fahrrad oder mit dem Schlauchboot. Es ist immer toll.
So, wir drehen unsere Abendrunde. Wieder ein Plätzchen gefunden, wo man ein Stückchen mit Hund gehen kann. Hier ist das Wasser, die Waffe. Da vorne liegt. Ganz vorne liegt die Waffe. Wo? Ganz vorne. Ganz vorne. Nacho. Ah ja, da. Da. Genau. Ein Schlauchboot. Ist mal ein bisschen flexibler. Sieht man auch abends immer, wie die Leute alle von ihren Booten runterkommen auf ihre Schlauchboot und dann an Land übersetzen, um mit den Hunden mal noch eine Runde zu gehen. Ja, wieder ein herrlicher Abend. Tolles Wetter.